Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Ja, letztes Mal. Ich komme wieder mit der Steuerung nicht klar. Letztes Mal haben wir. Warte mal. Letztes Mal hatten wir das hier bekommen. Ja, es ist so geil. Oh, ich liebe mein Einhorn. Nein, letztes Mal haben wir das Einhorn ja gekriegt, das stimmt schon. Aber wir haben diese Dinger gefunden und ich habe mich mal schlau gemacht. Was machen die eigentlich? Nun würde man jetzt vermuten, ihr kriegt jetzt eine Antwort von mir. Ja, die würdet ihr kriegen. Theoretisch. Nein, das Problem ist, ich weiß, was sie machen. Mittlerweile. Ich werde es euch aber nicht verraten. Noch nicht. Denn in dieser Folge machen wir das jetzt erstmal so. Ich möchte an einen ganz bestimmten Ort gehen. Hör bitte auf damit. Ich möchte an einen ganz bestimmten Ort gehen. Und damit ich da hinkomme, bräuchte ich Blöcke. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier Schlammblöcke, ganz viele. Dann werden wir jetzt mal ein paar mitnehmen. Und ich möchte zu einem ganz bestimmten Ort. Und ich gucke mal eben kurz, wo ich ihn finde. Ziemlich weit rechts. Okay. Dann werde ich da mal eben hinreisen. Denn ich will mir was Bestimmtes craften. Ich habe nachgeguckt, wie ich es kriege. Ah. Immer diese Pizzi-Viecher. Ich hoffe, das lässt mich jetzt erstmal in Ruhe. Hör doch bitte auf damit. So. Zack. So, jetzt habe ich davon auch genug. Okay. Sollte eigentlich meine Munition nicht verschwenden. Ich höre auf damit. Aber die Feen müsste ich auch besiegen dafür. Manche. Oh. Wow. Das Einhorn greift auch an. Warte mal. Junge. Das greift ja auch an. Okay, aber nur. Ah, Verwirrung. Okay. Ich habe es gerade so vor, das ist ziemlich laut. Ah, cool. Ich gehe mal eben kurz wohin, wo es leiser ist. Das ist doch schon ziemlich penetrant. Man kann aber nicht fliegen. So, hier oben müsste es ein bisschen leiser sein. Ja, was habe ich denn da gekriegt? Megafon, immun gegen Schweigen. Ich habe keine Ahnung, was Schweigen ist. Alles klar. Immun gegen Langsam. Cool. Wir sind schon ziemlich nah. Okay, wir sind schon ziemlich nah zu dem Punkt, wo wir hinwollen. Na, falsch reagiert leider. Ich wollte das eigentlich anders machen. Ich will diese nervige Schildkröte, ne? Nein, das war auch falsch. Oh! Okay, jetzt wollen sie mir echt auf die Nerven gehen. Ich will nämlich eigentlich zu der fliegenden Insel da oben hin. Denn da soll ein Gegner sein, der soll mir was ganz Bestimmtes schenken. Also er wird es mir nicht freiwillig schenken. Nein! Oh, Glück gehabt. Okay, hat funktioniert. Ja, Mann.
Okay, wir haben es bald. Wir haben es bald. Und ja, ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Ich weiß es selber. So. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass der Gegner gleich kommt. Nein, das ist eine normale Harp hier. Die ist erstmal uninteressant. Kommt da ein Gegner? Ist das? Es ist ein normaler Slime. Immer noch, das ist eine normale Harp hier. Ich brauche richtige Gegner. Ich brauche einen bestimmten Gegner. Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee, wie ich an den rankomme. Aber ich hoffe, dass ich ihn noch hier auf der Himmelsinsel erwische. Wir wurden hier doch mal so krass angegriffen. Wo sind die ganzen Gegner, die mich hier kalt machen wollten? Oh, okay. Nein! Oh, wow. Okay, dann machen wir das anders. Wir haben so viele Tränke, da muss ich doch bestimmt auch einen Trank finden lassen, den wir brauchen können. Einen Moment. Hier. Nehmen wir den hier. Zwei Stück müssen reichen. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo könnten noch weitere Himmelsinseln sein. Da haben wir zwei. Das heißt, auf unserer Seite müssen auch noch welche sein, eigentlich. Ja, kannst du den bitte nehmen? Ich weiß nicht, wie die Taste dafür ist, dass ich den nehmen kann. So. Ah, okay, so mache ich das. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich rausfallen kann. Nö, rausfallen kann ich anscheinend nicht. Okay, hier haben wir schon mal eine Insel. Ich wechsle quasi jetzt die ganze Zeit die Schwerkraft. Damit ich hier die, den Himmel ein bisschen auskundschaften kann. Das ist eine normale Harp hier. Ist halt so wild. Die wird uns ein, zweimal treffen, damit die sterben. So. Oben rechts auf der Minikarte seht ihr jetzt die ganze Zeit, wie, wie wir den Himmel erkunden. Aber so viel Zeit dafür haben wir gar nicht mehr. Wir kommen leider nicht schnell genug voran. Ah, guck mal hier. Damit geht's schneller. Ah, auch nicht. Doch, nach unten. Damit geht's nach unten schneller. Halb so wild. Also, wir können auch nicht sterben. Wir können auch nicht sterben. Sobald wir abstürzen, werden unsere Stiefel uns retten. Das kann doch nicht sein, dass ich nur drei Himmels... Habe ich nicht vier Himmelsinseln? Müsste ich nicht vier Stück haben davon?
Bald geht's runter. So. Ja, also wie gesagt, die greifen uns jetzt ein bisschen an. Aber das ist halb so wild. Davon lassen wir uns gar nicht beeindrucken. Das kann doch nicht sein. Wir haben jetzt fast die ganze Map erkundet. Oben quasi. 11 Sekunden hält der Trank noch. Wir haben auch noch einen zweiten. Also alles im grünen Bereich. Zur Not komme ich nochmal mit dem Einhorn hierher. Genau, jetzt ist quasi erstmal vorbei. Das heißt, wir machen das nochmal so. So, und weiter geht's. Also der Gegner soll eigentlich auftauchen, je höher man ist. Ja, gut. Viel höher geht's ihm halt nicht mehr. Darum bin ich gerade so ein bisschen frustriert, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Also es, wir müssen ihn irgendwann gleich finden. Er muss hier irgendwo rumtingeln. Es war auch beschrieben, dass der ja relativ oft auftaucht. Und ja. Ja, wir sind am Ende der Map, ne? Irgendwo ein Endboss oder ein Gegner. Das war's halt. Dann gehen wir nochmal zur anderen Seite. Ne, wir nehmen uns noch einen Trank mit. Ich weiß nicht, ob ich 2 Minuten brauche, um bis ins Ende der Map zu kommen. Der hier war das, ne? So, nochmal 2 Stück vorsichtshalber. Okay, da haben wir schon mal eine Himmelsinsel. So. Weiter geht's. Ich muss jetzt eben ins Gebiet kommen, wo am Himmel nichts mehr zu sehen ist. Also wo wir am Himmel schwarz haben. Weil da kann nur die andere Insel sein. Oder da kann noch eine fehlende Insel sein. So, hier wäre die andere Insel. Fang heute gleich auf. Okay, hier ist es soweit. Da ist er auch schon. Quasi die letzte fehlende Insel. Ist sogar eine Truhe dran. Ein Luftballon. Cool. Zack. Jetzt müssen wir theoretisch sogar noch höher fliegen können. Wir erforschen natürlich noch weiter den Rest. Jetzt mache ich mich ein bisschen irre, dass kein Gegner spawnt, ne? Zumindest nicht der, den ich haben möchte. Ah, der Trank hat aufgehört. Alles klar. Jetzt seht ihr natürlich wieder wenig. Ja gut, das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Wir gucken nochmal eben schnell auf die Karte. Also wir haben hier 4 Inseln. Wir haben hier 4 Inseln. Aber nicht das Viech, was ich haben möchte. Frage ist, kann ich mit dem Einhorn auch höher springen? Ich will mal gucken, ob ich hier gleich hochkomme. Ja, weiter kann ich zumindest springen.
Komm mal her. Okay, also, er war bis jetzt auf keiner Himmelsinsel. Ich versuche nochmal die, wo wir vorhin waren, da noch ein bisschen rumzulaufen. Vielleicht kriegen wir ihn ja dann. Weil irgendwann muss er halt auftauchen. Aber langsam der Gegner. Oh, cool. So. Komm her. So. Alles klar. Ich versuch's nochmal. Jetzt komme ich auch locker rauf, ne? Ja. Was bist du? Du bist... eine normale Rüstung. So. Dass der nicht auftaucht, der Typ. Ich müsste jetzt nachgucken, ob der bei Tag oder bei Nacht auftaucht, aber... Oh. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Sehr gut. Ja, was greift ihr denn gerade an? Wieso greift ihr die Harpie an? Himmelsdrachen sind immer gut. Der hat zwar ein bisschen viel Leben, ich glaube 20.000 oder sowas. Aber den werden wir kriegen. Dem ist jetzt auch nicht so schwer auszuweichen. Zumindest nicht ganz so schwer. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Und wie wir den das nächste Mal besiegen, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut und bis zur nächsten Folge, Taria. Bye, bye.